Wenn man also sich überlegt, dass wir eine Gesellschaft haben, die überall und die ganze Zeit gegen rechts kämpft, ja, das ist ja schon wie ein Wahn. Und jetzt stellt sie außer, dass eigentlich Hitler und die ganze Bewegung ein linkes Gesindel waren. Da muss man sich dann fragen, liebe Universitäten, liebe Vereine, liebe verantwortliche Politiker, die ganzen Institute, die den Kampf gegen rechts führen, was macht ihr? Wie macht ihr eure Hausaufgaben? Erkennt ihr nicht, dass euer blinder Aktionismus eigentlich zu diesen totalitären Systemen beiträgt? So wie Demokratie, Rechtsstaat und freiheitliches Prinzip, sagt sie ja schon, dass die Freiheit steht in der Verfassung drin, nicht die Gleichschaltung, sondern die Freiheit, die Demokratie und der Rechtsstaat. Wir sind vom Grunde her ein rechter Staat und kein linker Staat. Hallihallo ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute ein kleines Gespräch mit der Monika. Ihr kennt sie, eine Mitstreiterin, jetzt schon seit 4 Jahren. Immer gleichbleibend, immer ausdauernd, immer gute Fakten bringend. Du behandelst ja diese Themen schon viel länger, aber jetzt seit 4 Jahren ist ein großer Teil der Bevölkerung aufgewacht. Und wir widmen uns heute diesen Links-Rechts-Hoax, dass man also die Nazis als rechts und jeder ist rechts. Du hast ja da ein tolles Theaterstück geliefert und ich habe da ein kurzes Intro-Video gemacht. Ist die FPÖ antidemokratisch und gefährdet sie die Demokratie? Nein. Ja, ihr Plädoyer, ja. Da würde ich empfehlen, der Seite der Verteidigung gegen Sie Strafantrag zu stellen wegen Wiederbetätigung. Denn was Sie machen, ist, Sie unterstellen eine nationalsozialistische Gesinnung und das ist die Verharmlosung des NS. Ihr der Nationalsozialismus war links, eindeutig. Mhm. Sozialismus. Zwangskollektivismus ist klassisch aus soziologischer Sicht links. Mhm. Das wollen die Linken nicht hören, das ist ganz klar. Dem Rechten geht es um Freiheit und dann um Gleichschaltung und dem Linken geht es zuerst um Gleichschaltung zu Lasten der Freiheit. Punkt. Und jetzt ähnlich haben wir die Möglichkeit, darüber zu plaudern. Erzähl mal vielleicht, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du da plaudern konntest? Sehr gerne, lieber Jaro. Danke, dass du das Gespräch ermöglichst. Und ja, wir sind Mitstreiter und ich darf für mich zumindest behaupten, auf derselben Seite. Denn es haben ja während der C-Blödemie vermeintlich viele Leute im selben Boot gesessen, sind dann draufgekommen, da wird aber in verschiedene Richtungen gerudert. Und das ist ein Problem, wenn es keinen Steuermann gibt. Ich glaube, wir zwar sind im Großen und Ganzen, ohne uns abzusprechen, immer in dieselbe Richtung gerudert, weil uns geht es darum, dass Menschen so frei wie möglich und so gut wie möglich leben können. Und deswegen haben wir beide unseren Beruf riskiert. Also wir haben durch die Corona-Blödemie nicht profitiert, sondern eher, ich sage mal, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, zumindest nicht dazu gewonnen, im alten Beruf, im neuen vielleicht schon. Ja? Also danke nochmal deswegen für die Vorworte. Und wie bin ich zu diesen Wiener Festwochen gekommen? Ganz einfach, diese Schauprozesse, die aus dramaturgischer Sicht durchweg Sinn ergeben, denen ist ein Event vorgezogen gewesen, eine Schauprozess vor 14 Tagen vorher. Da ging es um die Legitimität der Corona-Maßnahmen. Das habe ich gut gefunden, dass die unter Anführungszeichen links besetzte Künstlerriege sich unter einem Schweizer Regisseur das Thema vorgenommen hat, waren die Corona-Maßnahmen illegal oder waren sie legal? Und sie sind zum Spruch gekommen, dass es völlig überzogene Maßnahmen waren, also zumindest teilweise illegal. Das ist schon mal ein Fortschritt, möchte ich sagen. Und dort drinnen ist auch gesessen ein Filmregisseur, den ich für seine Arbeit liebe, im platonischen Sinn, das ist der Magister Paul Poet. Und der Paul Poet ist zufälligerweise dort drinnen gesessen und er ist nicht zufälligerweise, sondern beabsichtigt, der Regisseur des Kinofilms Der Soldat Monika. Das ist ein öffentlich geförderter Kinofilm über mein Leben und meine Sichtweisen und so weiter. Und warum ist eine so irre und riskiert nach 32 Jahren ihren fixen Job im Bundesdienst, damit man die Impfpflicht abschafft? Wie tickt so ein Mensch? Um das geht's auch. Ja. Und der Paul hat dann dem Dramaturgen, war früher beim Standard, dem Markus Philipp, hat er gesagt, warum habt ihr die Monika Donner nicht da? Und dann, ja, aber her damit. Ne? Und so bin ich über diese Vermittlung in den aus meiner Sicht eh wichtigeren Schauprozess über die FPÖ mit reinkommen, weil da ist ja darum gegangen,
ist jetzt die Demokratie in Gefahr durch die FPÖ? Ich meine, sind diese Leute dort wirklich überzeugt von dem, was da jetzt passiert? Oder hast du das Gefühl, dass viele schon Fragen stellen, dass sie das halt auf, durch solche Schauprozesse versuchen, künstlerisch zu hinterfragen? Oder sind das jetzt so Hardliner, die wirklich also glauben, alles, was da war, war richtig und hat Hand und Fuß gehabt? Naja, wie gesagt, beim ersten Urteil, also dort sitzen ja bei diesen Wiener Festwochen, also die Wiener Prozesse war das genannt, sitzen ja eine echte Richterin und echte Anwälte in den Funktionen von Staatsanwalt und Verteidiger. Also das ist echt. Ja. Beim Corona-Prozess wie auch jetzt beim FPÖ-Prozess. Und beim FPÖ-Prozess war die Anklägerin eine Rechtsanwältin, die sich auch den Titel Feministin, glaube ich, anheftet. Ja. Und als Verteidiger waren zwei vormalige AfD-Funktionäre, nämlich die Frauke Petri und ihr Mann, der ist Rechtsanwalt, Markus Prezelt. Ich glaube Markus. Entschuldigung, falls ich den Namen jetzt falsch sage, Prezelt. Ja. Sehr sympathisch, sehr nett. Und es ist ja schon beim ersten Prozess rausgekommen, dass die Corona-Maßnahmen teilweise illegal waren. Ja, also ein reiner Schaumprozess ist es nicht. Und da dort Menschen zu Wort gekommen sind, sowohl FPÖ-Fanatiker hat man eingeladen, als auch sachliche Kritiker wie mich, ich stehe der FPÖ näher als jeder anderen Partei, aber ich wähle sie deswegen nicht, weil ich wirklich freiheitlich bin. Das habe ich eher mal in einer Fernsehsendung bei Auf 1 gesagt, da hat sich Stefan Magnet, den ich sehr schätze, hat es kurz mal so zusammengezogen. Ja. Da habe ich gesagt, ey, ich bin wirklich freiheitlich und darum nicht bei der FPÖ. Ich bin ein durch und durch liberaler Mensch. Ja. Ich bin wirklich freiheitlich, darum bin ich nicht bei der FPÖ, ja. Weil ich wirklich freiheitlich bin. Also sie haben auch Leute wie mich eingeladen und natürlich auch von der links-linken Gruppierungen waren auch Leute da. Ich habe das als ziemlich ausgewogen betrachtet und ich habe es als provokativen Versuch des Regisseurs, des Schweizers, wahrgenommen, dass man realisiert, dass wir tatsächlich auf undemokratischen Abwegen sind, also undemokratischer denn je, und man hat jetzt den Aufhänger genommen, ist die FPÖ jetzt eine Demokratiegefährdung oder nicht? Und es ist eben beim Prozess rausgekommen, nein. Nur die Begründung war falsch. Also die Begründung war so, die FPÖ wird nicht verurteilt, sie verfolgt zwar antidemokratische Ziele, aber das muss eine Demokratie aushalten. Und das ist genau dasselbe Blödsinn, wie das Deutschland aushalten muss, dass da Muslime dastehen und fordern, dass das Kalifat in Deutschland eingeführt wird, weil dann ist die Demokratie weg. Ja? Nur sie haben, die fordern das wirklich, das Antidemokratische beim Kalifat, aber die FPÖ habe ich noch nie irgendwas gelesen oder wahrgenommen, dass man hier die Demokratie abschaffen will und eine Diktatur einführen will, eher das Gegenteil. Also du weißt, ich bin kein Fan der FPÖ, aber die FPÖ ist, würde ich mal sagen, demokratischer gesinnt und im liberalen, rechtsstaatlichen Sinne denkend und handelnd 100-mal besser als alle anderen Parteien zusammen. Das muss ich auch mal sagen. Also hier ist schon eine kleine Lanze für die FPÖ zu brechen, ja. Und du hast ja dort in den Schauprozess ja auch reingebracht, dass die Nazis linksextreme Terrororganisation waren. Ja, der Nationalsozialismus war links, eindeutig. Mhm. Sozialismus. Zwangskollektivismus ist klassisch aus soziologischer Sicht links. Mhm. Das wollen die Linken nicht hören, das ist ganz klar. Dem Rechten geht es um Freiheit und dann um Gleichschaltung und dem Linken geht es zuerst um Gleichschaltung zu Lasten der Freiheit. Punkt. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du den Spruch der Hitlerjugend kennst, der damalige, der Feind ist rechts. Das war das Zitat der Hitlerjugend. Ja. Und es gibt viele Flyers und. Also die Nazis kämpften damals auch gegen rechts, das muss man sich mal vorstellen. Hast du da das Gefühl, dass die Leute das überringen, dass sie da eigentlich instrumentalisiert werden für eine ganz eine andere Agenda? Oder glauben die wirklich an diesen Kampf gegen rechts? Ja, es ist der Kunstgriff der Linken. Der Kunstgriff der Linken, dass sie den Nationalsozialismus den Rechten in die Schuhe schieben. Weil sie wollen ja zu Recht mit dem Nationalsozialismus nichts zum Tun haben. Die jetzigen Linken wollen nicht mit diesen menschenverachtenden verbrecherischen Regimen in Verbindung gebracht werden. Ja, kann ich verstehen, aber Faktum ist auch,
dass die jetzigen Linken und vor allem die Kommunisten dem Nationalsozialismus 100-mal näher stehen als wir, als du und ich zum Beispiel. Weil es geht um Zwangskollektivismus. Also ich habe ja bei den Schauprozessen gesagt, es ist ja aus der Sicht des Individuums zu betrachten. Und aus der Sicht des Individuums, was das Mitspracherecht, ich sage jetzt nicht inhaltlich, aber das Mitspracherecht in einem Gesellschaftssystem aus soziologischer Sicht auch und auch politischer, gesellschaftspolitischer Sicht betrifft, macht es für das Individuum kaum einen Unterschied, ob du im bolschewistischen Russland aufgewachsen bist oder im nationalsozialistischen Deutschland. Du hattest das Maul zu halten, außer du hast für einen Führer gejubelt. Und beide ließen sich ja auch Führer nennen, sowohl der Stalin als auch der Hitler. Und wenn du das Maul nicht gehalten hast, bist du entweder im Gulag gelandet oder im Konzentrationslager. Genau, genau, ja, genau. Also, und wie das jetzt heißt, ist aus dem so traurig es ist, ist fürs Individuum wurscht. Ja? Und wenn man sich jetzt einmal in Geschichte reindenkt, zurückdenkt, auch hört, was Leute damals gesagt haben. Ja? Also der Sebastian Haffner war ein Politikwissenschaftler und Jurist, der ist 1933 nach England abgehaut, nicht weil er Jude war, aber weil er Judenfreund war. Er hatte viele Juden als Freunde und hat gesagt, ich halte es in diesem Deutschland nicht mehr aus. Der hat dann für die britische Presse geschrieben und der Haffner hat gesagt, dass die einzige Opposition, die Hitler hatte, also die einzigen, die gegen die NSDAP waren, waren die Rechten. Waren die Rechten, rechter Bürgerblock, ja. Und wenn du dir jetzt anschaust, also zwangskollektivistisch, haben wir ja gesagt, ist von durchgestylt, das Soziale, von der Wiege bis zur Bahre, waren die Kommunisten sogar schlimmer als die Nazis sogar schlimmer als die Kommunisten. Wobei die Kommunisten ja zuerst da waren, die Bolschewisten, da sind über 10 Millionen Menschen gestorben bei der sogenannten Oktoberrevolution, die keine war, denn es war ein Militärputsch, noch dazu mitfinanziert aus Amerika. Ja, also These in Russland aufbauen, den bolschewistischen Sozialismus und als Antithese, als Gegenthese sozusagen in Deutschland ab 1923 mitfinanziert die NSDAP nachweislich, ja, also dafür gesorgt, dass die, oder ab 29 die NSDAP, erst dann hat er sich Auszeit, die NSDAP mit zu unterstützen, um zwei konkurrierende Systeme zu haben und so für Zank, für Krieg und alle ideologischen Gegensätze an der Oberfläche zu sorgen, damit es eben zum Krieg kommt, mit dem man dann indirekt Eurasien in die Knie zwingt, aus Sicht von Washington und London. Das ist die Geostrategie dahinter. Aber von der politischen Sichtweise, wie du ja auch richtig sagst, waren die Nazis links, und da darf man durchwegs auch den Goebbels zitieren, der gesagt hat, vom Grundgedanken her ist die NSDAP die deutsche Linke und sie verhassen nichts mehr als den besitzenden Bürgerblock, genau, und den wollen sie killen, genauso wie das die Kommunisten gesagt haben. Ja. Steffen Heitmann, ein Mann, der Justizminister in Sachsen-Anhalt war. Also da ist gegangen um die Rechtsüberleitung von der zerbrochenen DDR in die BRD. Der hat gesagt, es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen links und rechts und das habe ich auch zitiert bei den Festwochen, und da haben sie nicht mehr gewusst, was sagen sollen. Ja, da haben sie richtig gesehen, da waren sie baff. Aber nicht, weil es ein Blödsinn war, sondern weil es wahr ist, was ich sage. Nämlich Steffen Heitmann indirekt zitierend, der da gesagt hat, ihr braucht nicht jubeln im Westen. Ja, ihr braucht nicht glauben, dass ihr so gut seid. Dem Linken geht es primär, also an erster Stelle um die Gleichschaltung, das haben wir wieder beim Zwangskollektivismus, und dann erst um Freiheit. So Lasten der Freiheit, die er gerne opfert, hebt er die Gleichstellung ganz nach oben. Und beim Rechten ist es genau umgekehrt. Also laut dieser Definition sind du und ich ultrarechts, weil wir sind für Freiheit, weil wir wollen Freiheit und schon auch Gleichheit der Menschen, aber nicht faktische Gleichstellung, sondern Gleichberechtigung vor dem Gesetz. Aber wir würden nie für die Gleichheit die Freiheit opfern, sondern wir sagen, die Freiheit kommt immer zuerst. Wir würden niemanden im Lager sperren, ja. Und das darf man sich ja auch nicht vergessen. Wir hatten ja eine Zeit, da hatten wir schon Hygienelager in Australien. Ja, also ja. Wie ich verurteilt wurde zum Nazi, hat man Hygienelager in Australien errichtet, wo man dann die Ungeimpften dort schon einsperren wollte. Also ja, ein dunkles Kapitel. Zum Glück sind viele, viele Menschen aber dadurch aufgewacht. Was man dir auch immer wieder vorwirft, so ein bisschen, dass du selbstdarstellerisch bist, wie würdest du dieses Argument entkräften oder wie würdest du diesem Argument begegnen? Naja, da muss ich zuerst einmal wissen, was sind denn die Argumente? Denn ich bin selbst
das habe ich ja auch schon gehört, ja, ich sei Selbstdarstellerin, muss man mir sagen, erstens, wie ist das gemeint und zweitens, wer sagt es aus welchem Grund? Ich würde mal sagen, ich stelle etwas dar, nämlich ich zeige schon seit 2008 Verfassungsbrüche auf und habe schon seit 2008 erfolgreich für Menschenrechte gekämpft. Da ging es auch um die Aufhebung des OP-Zwangs, habe auch intensiv mitgewirkt bei der Aufhebung des Impfzwangs, wo du ja auch maßgeblich beteiligt warst, Jaro. Ja. Also ich stelle ohne Mitgliedschaft in einer Partei, wurscht, ob das jetzt FPÖ oder KPÖ oder sonst irgendwas ist, ich stelle ohne Partei selbst etwas dar und brauche mich daher nicht darzustellen. Ich wirke einfach dadurch, dass ich für die Freiheit eintrete. Wenn das Selbstdarstellerei ist, ja, okay, dann ist es Selbstdarstellerei. Aber sag mal du mir bitte, wo ist denn das Argument von jemandem? Nein, ich sag dir das Argument, das folgt einem Prinzip, if you cannot detect the data, then detect the person, it is easier. Mhm. Also so erlebe ich das immer, dass Leute, wenn sie merken, sie können da nicht gegen die Fakten, Daten an, dann versuchen sie die Person immer schlecht zu machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Tut jetzt nicht so viel auf die Leute hören, die reden, sondern überlegt euch, was sie sagen. Ja, und wenn man also sich überlegt, dass wir eine Gesellschaft haben, die überall und die ganze Zeit gegen rechts kämpft, ja, das ist ja schon wie ein Wahn. Und jetzt stellt sie außer, dass eigentlich Hitler und die ganze Bewegung ein linkes Gesindel waren. Da muss man sich dann fragen, liebe Universitäten, liebe Vereine, liebe verantwortliche Politiker, die ganzen Institute, die den Kampf gegen rechts führen, was macht ihr? Wie macht ihr eure Hausaufgaben? Erkennt ihr nicht, dass euer blinder Aktionismus eigentlich zu diesen totalitären Systemen beiträgt? Ja. Und genau darum geht es, ja, dass ja. Die Leute nur noch in einem Wahn schreien und glauben, sie gehören zur richtigen Seite und schalten das Hirn aus. Und dadurch entsteht dann sehr viel Leid. Ja, ich also, muss mich also in den Grundrechten, ja, sie heißen ja Grundrechte und nicht Grundlinke, ja, sondern Grund. Das Recht, auch etymologisch, bedeutet rechts richtig. Das kommt von reg, errichten. Der etwas errichtet, der etwas erschafft, das ist der Rechte. Das ist vom althochdeutschen Wort reg. Wenn du im Englischen schaust, bedeutet right nicht nur rechts, sondern auch richtig und das Recht. Ich linke dich, heißt ich verarsche dich. Ich nutze dich aus, ich schade dir. Ein linker Agent. Ein linker Agent, der hat mir gelinkt. Ja, was ist das für eine linke Partie? Ja, also ich habe noch nie gehört, das ist eine rechte Partie im Sinne. Und das ist die Sprachverwirrung, die auch mit der Oikophobie einhergeht. Oikophobie ist ein Begriff, ein wissenschaftlicher inzwischen, für den Hass auf das eigene, der gemacht wird wegen des Zweiten Weltkriegs und Holocaust. Also ich finde gut, dass man das verurteilt, keine Frage. Ja, auch moralisch, nicht nur rechtlich. Aber man muss ja schauen, wie sie entstanden. Und das ist der Erste Weltkrieg. Und mit dem habe ich mich auch befasst. Und das war Jahre vor Corona. Da habe ich schon mich noch beschäftigt, Tag mit God bless you Putin, ja, provokanter Titel, und habe gesagt, es kommt 2015. Es kommt zum Krieg zwischen Ukraine und Russland. Und der Westen befeuert das mit. Damals bin ich schon als Rechtsextreme abgestempelt worden. Und wie man weiß, hatte ich ja recht mit der Prognose. Die Lösungen hat man bis heute nicht umgesetzt. Ich habe gesagt, Österreich muss sich neutral verhalten. Also Forderungen, die jetzt auch Gott sei Dank von der FPÖ kommen oder intensiv kommen. Ich habe gesagt, man muss die Neutralität als Bauprinzip der Verfassung verankern. Das heißt nicht nur einfach als Verfassungsgesetz, was es jetzt ist, sondern es muss abgesichert sein, dass du es nur mit Volksabstimmung wegkriegst. Also erheben zum tragenden Prinzip der Verfassung sowie Demokratie, Rechtsstaat und freiheitliches Prinzip, sagt es ja schon. Das heißt, die Freiheit steht in der Verfassung drinnen, nicht die Gleichschaltung, sondern die Freiheit, die Demokratie und der Rechtsstaat. Wir sind vom Grunde her ein rechter Staat und kein linker Staat. Ja? Das versuchen wir, die Linken völlig umzudrehen. Und diesen Neutralitätsanspruch sollten wir durchsetzen, die Bevölkerung, dass wir sagen, hey, ihr Politiker habt das nicht abzuschaffen. Die Bevölkerung empfindet die Neutralität als identitätsstiftend. Ja, dann habe ich das Buch Krieg der Wählerschaft, erster Band, geschrieben, der kurz in die Kamera halten. Ja, ja natürlich, natürlich. Der Schmöker, ja, also Schmöker im Sinne von lest es. Also ich hoffe, die Leute lesen schneller, als ich schreibe. Da ist der Nachweis erbracht auf über 800 Seiten,
wie die Urkatastrophe Erster Weltkrieg unseren Altvorderen angetan wurde, von London und auch Washington ausgehend mit Paris und Moskau in Verbindung, um unsere Mittelstaaten, also Deutschland und mit Österreich-Ungarn, als Achillesferse da reinzustechen durch die Ermordung des Thronfolgers und wie der Krieg bereits 8 Jahre vor Kriegsbeginn in allen Details geplant war. Und wie ich mich mit dem auseinandergesetzt habe und das 2017 veröffentlicht habe, ist im linksliberalen Standard plötzlich gestanden, ist ja Verschwörungstheoretiker und da haben wir das Buch noch gar nicht gehabt zum Nachprüfen. Das heißt, nur weil du etwas in Frage stellst, und ich habe nicht gesagt, dass der Zweite Weltkrieg und Hitler gut ist, ganz im Gegenteil. Ich möchte verständlich machen, wie es zu diesem Verbrechersystem kommen konnte, dass aus dem Land der Dichter und Denker in Österreich und Deutschland das Land der Richter und Henker wurde. Das passiert doch nicht einfach so, wie die Leute lustig sind, sondern weil die Urkatastrophe Erster Weltkrieg unseren Altvorderen mit Millionen Toten sinnloserweise für uns angetan wurde, mit Hungerblockaden, die allein in Deutschland 800.000 Kinder, Frauen und Erwachsene verhungern haben lassen auf Befehl vom Churchill, ja, weil diese Ärmelkanalblockade da war und dann deswegen auch der U-Boot-Krieg. Also das weiß ich alles mit den Quellen in diesem Buch nach und im linksliberalen Standard steht Verschwörungstheoretikerin aus dem Verteidigungsministerium, dann Forderungen im Nationalrat, zuerst von den Grünen, dann von den Neos während der Corona-Diktatur, wegen meinem Buch Corona-Diktatur, das wieder keiner gelesen hat. Wann wird die endlich ausgeschmissen? Also ich weiß nicht, ob das was mit Selbstdarstellerei zu tun hat, sondern wie du sagst, es geht um Fakten, du legst die Fakten hin, du machst als Zahnarzt da eine Analyse, so ist der Zahnbestand. Nehme mal an, die Prognose, also wenn das so bleibt, dann haben sie bald einmal keine Zähne mehr. Du sagst ja als Pappenschloss, haben sie bald einmal keine Zähne mehr in der Pappen. Also die Lösung ist, wir tun das und das. Ich als strategische Analytikerin und Juristin funktioniere genauso und sage, okay, Analyse ist Bestand, Demokratie in Gefahr. Wenn es so weitergeht, leben wir bald in einer Diktatur. Also Vorschläge, damit wir demokratisch leben können. Wenn mich das zur Rechten macht, dann bin ich gerne Rechte. Und im etymologischen Sinn bin ich es auch. Wenn ich richtig ticke und ich denke, die Dinge richtig darstellen, nicht mich selbst, es geht überhaupt nicht um mich. Also ich empfinde auch nicht, dass es dir um dich geht, Jaro, als Person. Sondern ich glaube, unser Ego ist, wir haben ein großes Ego, ja, aber wir wissen, dass wir mehr als unser Ego sind, dass wir eine Seele haben. Und ich glaube, das macht uns zum Menschen und nicht das ewige ja, dieser Zahnarzt, der Tschech und vielleicht der jüdische Wurzeln, das ist eine lesbische Transsexuelle, was ist denn das für Durchknäude? Das hat doch nichts mit dem zu tun, was wir tun und was wir sagen. Also ich glaube, es wird Zeit, dass wir endlich einmal den Menschen im Vordergrund holen und ihn für das anerkennen, was er tut und wirklich sagt und nicht mit irgendwelchen Schablonen drüber, das ist links, das ist rechts, nur dazu falsch, ja. Das muss ein Ende haben, weil sonst wird sich in dieser Gesellschaft nichts ändern. Auch wenn die FPÖ an der Macht ist, wird sich nichts ändern, gar nichts, wenn der Mensch sich nicht verändert. Wir, das Volk, aber ich bin guter Dinge, es wachen immer mehr Menschen auf, die erkennen, dass eigentlich dieses ganze Links-Rechts-Gefrimmel und diese ganzen, dass das eigentlich nur von dieser NWO, von New World Order ablenken soll, die ja genau in die Fußstapfen von allen totalitären Systemen hineinpasst. Und ja, ich muss mich bei dir bedanken, dass du da so konsequent und kontinuierlich immer wieder den Finger in die Wunde legst und die Dinge sehr gut aufarbeitest. Gibt es noch irgendetwas, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen sagen willst? Ja, zuerst dir, auch dir danke für dein konsequentes Handeln, auch wenn es den Jobverlust bedeutet hat. Also ich habe mich auch, ich habe freiwillig geopfert, du auch, damit wir die Impfpflicht wegkriegen. Ich finde gut, wie du in der Öffentlichkeit stehst und die Dinge ansprichst. Und der Schauprozess gegen dich, ja, ist ein Zeichen, dass das für mich persönlich, gemäß meiner Beurteilung, dass das ein politischer Prozess war. Es war gewünscht, diesen Mann mundtot zu machen, indem man jemand eine Nazi-Quelle verpasst, wo sie überhaupt nicht hinpasst. Ja, aber okay, wir wissen ja, in welcher Welt wir inzwischen leben. Ich kann nur sagen, ich lege den Finger nicht bewusst in die Wunde, weil mir das Spaß macht, sondern es bleibt mir nichts anderes über. Es bleibt mir nichts anderes über, weil ich bin ja nicht gegen etwas. Ich bin nicht gegen die FPÖ. Also am wenigsten gegen die FPÖ. Da bin ich mehr gegen andere Parteien. Aber ich würde mich immer dafür einsetzen, dass es auch andere Parteien in der Vielfalt gibt, weil das ist nun einmal das aktuelle System. Und ich habe nur einen Appell an die
zu sehr. Danke, dass du mir die Möglichkeit einräumst. Fangt bitte bei euch selbst an. Fangt bei euch selbst an und schaut hin, was habt ihr dazu beigetragen, dass die Situation, in der wir uns befinden, so ist, wie sie ist. Dann nicht dafür verurteilen, sondern positiv einmal rekapitulieren, in sich hineinhören, was will ich eigentlich? Was wir wollen, ist im Idealfall eine Herzensentscheidung. Das heißt, der Kommandant sitzt da und der Ausführende da. Kein Streit bitte, sondern die innere Stimme aufs Herz hören. Man kann sagen, der Generalstabsoffizier oder der Kapitän ist da. Da sind die Stabsoffiziere bzw. der Steuermann. Die übernehmen dann die Details. Aber wo es hingeht, sagt immer nur der Kapitän. Hört auf euer Herz. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, es gibt Methoden, das herauszufinden. Ich habe es in Freiheit in dem Buch, das der Jaro zuerst angesprochen hat, genau deswegen dargestellt und mit Anleitungen, wie man das wieder kriegen kann. Denn als Kind hatten wir das schon. Das wurde uns ja aberzogen. Das ist Teil des Problems. Ja. Also wenn wir uns wieder hochbegabt machen, wie wir es als Kind schon waren, 98% der Kinder kommen hochbegabt zur Welt. Wenn das Schulsystem mit denen fertig ist, sind es nur mehr 2%. Wer profitiert davon? Ja, die Obcation im System. Also geht es darum, dass wir unseren Weg wieder finden, das innere Kind umarmen und kreativ vom Opfer zum Schöpfer werden. Und dann ist es plötzlich wurscht, ob das ein tschechischer Pappenschlosser oder eine lesbische Transsexuelle ist, die euch die Wahrheit sagt oder versucht, die Wahrheit zu vermitteln. Ich habe ja keinen Wahrheitsanspruch, sondern ich versuche authentisch das mitzuteilen, was ich analysiere, prognostiziere und als Lösung anbiete. Ob das die Menschen annehmen, wenn ich mich davon abhängig machen würde, müsste ich mir aufhängen, weil das sind immer noch viel zu wenige. Aber ich bin froh, dass es immer mehr werden. Und wenn wir so ticken, dass wir versuchen, die beste Version von uns selbst zu sein, ohne irgendeinen Zwang und Druck, sondern aus Liebe zu uns und den nahen Menschen im Umfeld, wie das vielleicht die Jäger und Sammler früher einmal gemacht haben, vor der neolithischen Revolution, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Vielen Dank, Monika. Weiter geht's mit der Vernetzung und ja, wir hören, sehen uns wieder. Alles Liebe ja, dir. Gerne, alles Liebe, Jaro. Meine Bücher sowie Infos zu Lebensberatung, Vorträgen und Seminaren findest du auf der Homepage www.monika-donner.at.